jetzt bin ich gerade beim Casting. Die herrliche Frau hier mit der Pommesbude in Walsrode. Ja? Oder auch mal eine halbe Cola umsonst kriegt und so. Kerstin ist ein bisschen gehemmt. Jetzt blotze, ne? Die Frau mit dem 50%igen Mayonnaise. Aber echt fett. Und sie nimmt auch die Pommes, die ich gesagt habe. Oh, vorher meinte sie, ich esse ja nichts. Mal probieren. Und lecker. Die ist immer geschmacksvoll. Mm. Lecker. Also wenn du Pommes willst, ganz schön hart. Lässt die von Kerstin machen, sagst die aber eine Minute länger, Trauma. Ist ja schön, wenn sie dir so gefallen. Mm. La 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 la. Jedenfalls musste ich dann darauf hinweisen, dass ja, der Jesus, der kann ja nicht alles. Der Jesus kann ja nicht alles. Genau, das war ja das Letzte. Genau. Er kann alles, weil er ist Jesus. Und er hat keine Begrenzung, er ist nicht limitiert. Und das Einzige, dass wir limitieren ihn ja. Das ist der Punkt. Und das habe ich ihr halt von gesagt. Und dann schaut man auf das. Ja, also hat ja was gebracht. Und dann kommt das Symptom wieder. Also schaue ich nicht auf Jesus, schaue von ihm weg, sondern schaue auf das Symptom. Schaue wieder auf die Ursache und sage, naja, siehste, kann er ja doch nicht. Und damit bastel ich mir dann auch meinen Jesus auf einmal den Namen. Genau, und schon gehe ich dann lieber zu einer Klang. Das heißt, der Herr tröstet dich dann auch und lässt sogar eine Gebetserhörung zu. Kann man ja mal so sagen, ne? Lässt meine Gebetserhörung zu, aber dann fixieren sich alle nur noch auf, geht's mir gut oder nicht, funktioniert oder nicht. Plus. Und dann hast du dein Tetrapack Jesus und dann ist die Pulle leer und Ja, im Grunde wäre es eigentlich so, dass wenn man für jemanden betet und er sagt, kannst du für mich beten, ich habe das und das Symptom oder Problem. Normalerweise müsste er erst das Evangelium, und zwar das volle Evangelium, erstmal dargebracht kriegen, was ist denn überhaupt mit dem Jesus? Ich wäre ja ganz schlimm, außer die Person ist sehr sensibel, aber ansonsten würde ich ja sagen, Moment, musst erst den Vater wechseln. Jetzt hast du den Teufel zum Vater. Musst erst mal den Vater von Jesus. Oder ja, wenn es eine sensible ist, würde ich sagen, du, stehst du denn auch unter dem Schutz dieses Herrn? Ja. Weil ja, das ist erstmal viel wichtiger als das andere. Das nimmt er auch wichtig. Und dennoch passieren ja genau diese Wunder passieren ja. Einfach zu sagen, okay, ich glaube jetzt einfach mal für dich mit, auch wenn du da nichts mit am Mut hast. Ja. Oh ja. Ich bete für dich und sage hier im Namen Jesus, oder wie auch immer, sei einfach gesund, weil er hat deine Krankheit bereits getragen, auch wenn du es noch nicht weißt, auch wenn du es nicht glaubst. Und dennoch tut er es und es passieren Wunder und viele oder einige ergreifen es dann ja danach. Manche und dann kann ich mehr davon. Und genau, aber weißt du, kennst du den Typen in der Bibel? Den mit den Zehen? Nee, pass auf, ja vielleicht war er einer von den Zehen, also die Zahl 10. Ja. Und der heißt wohl Simon. Und der macht nachher eine Party und lädt Jesus ein. Und der wird in der Bibel, wird er angekündigt von Simon der Aussätzige. Klar, der ist nicht aussätzig, sondern der war aussätzig. Und wahrscheinlich lädt er deswegen auch Jesus ein. Aber er sieht Jesus nie als einen Erlöser. Weil er war auf einmal komisch konsterniert, als die Frau kommt und sich vor Jesus beugt und Salböl und alles. Die wusste, dass es der Erlöser war. Und der Simon, der kam gar nicht damit klar, sondern meinte, komisch und so. Der sagt, Jesus, guck doch mal. Die liebt viel. Warum wohl? Ich habe ihr viel vergeben dürfen. Ich würde ein großer Star, auch wenn er nicht bei mir wäre. Mit viel Applaus und auch Blabla, auch wenn er nicht bei mir wäre. Wenn er nicht bei mir wäre, könnte ich spielen wie ein Profi. Doch ich sag dir, wie es ist, wenn er nicht bei mir wäre. Wäre ich nichts. Na, 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 na. In meiner Sprache jetzt. Das heißt, der hatte sein Wunder, du warst ja eben bei Wunder. Der hatte sein Wunder, der war vom Aussatz gereinigt, hat auch Party gemacht, aber er drang nicht durch. Das heißt, nach dem Wunder gehen sie weg. Ja. Und andere wiederum finden durch das Wunder zu ihm hin. Und insofern denke ich, in der Verkündigung oder im Miteinander wäre es oftmals wichtig, sagen, hey, preis den Herrn, der Herr hat nur auf dich gewartet, der will dich heilen, super. Aber, lass uns auch drüber reden, willst du nicht eigentlich beständig diesem herrlichen Herrn dich auch unterwerfen? Ja. Nicht, was sie nicht
wissen und was der Unterschied zwischen Simon und der... Lecker, deine Pommes. Und die Mayo. Oh. Die Frau ist praktisch einfach, dass sie erkannt hat, dass sie Vergebung braucht. Ihr war klar, ich bin eine Sünderin. Simon wusste es nicht, Simon war krank, ist geheilt worden, aber war sich eigentlich im Grunde keiner Schuld bewusst. Also er war sich als Sünder überhaupt gar nicht bewusst. Ist eigentlich die Folge davon. Weil wenn du richtig Schuld in dir trägst, ja, dann bist du lieber froh, wenn er die Schuld genommen würde, anstatt dass dein Bein wieder vernünftig geht. Gut, außer das ist ein bisschen schlimmer als... Ja. Ne? Ich meine, klar, es gehört zusammen einfach. Ja. Der Heiler ist auch der Heiland. Der will ein ganzes Herzland heilen. Ist einfach ich denke mal einfach, dass da dass wir einfach die Tiefe ihrer... Hör mal, du musst deine Pommes mal probieren. Ihrer lecker. Bewusst war. Und deine 50%... Entschuldigung. Dank diese wirklich 150%ige Mayo. Ja. Ich meine, wenn du, weißt du, ich bin 30 Jahre gläubig, aber erst 12 Jahre oder 10 oder 7 oder 6, keine Ahnung, erst Sünder. Wer nicht bei mir wäre, wär ich der Lügner deiner Seele. 1-2 Stunden schön und doch, ja doch nicht mehr. Vorher, weißt du, mit Jesus, super, yeah, klasse und in Christus, alles, das ganze Programm, hab meine Bibel verstanden. Aber ich war selber kein Inhalt. Ich war kein Inhalt von dem Zeug. Von diesem Wort. Aber ich war selber nicht der Inhalt. Wir machen uns alle so einen Jesus aus der Bibel, anstatt selber uns in die Bibel zu verlieren, in dem, was da steht. Aber weißt du, was du nicht mehr bist? Ach, Kerstin, mach mich immer zum Heiligen, erzähl. Genau. Mach mich immer genau. So. Ich sag allen Leuten immer, ich habe keine Ahnung. Ehrlich. Du bist Die letzten 5 Jahre. Du bist kein Sünder mehr, du bist ein Heiliger, der du sündigt. Aber jetzt pass auf, die letzten 5 Jahre oder 10 oder 4 oder keine Ahnung. Ich weiß nichts mehr. Ich würde mich nicht mehr Christ nennen. Ich würde nicht mehr sagen, Christus ist in mir. Würde ich alles nicht mehr, will ich gar nicht alles mehr erzählen. Weiß ich auch gar nicht, ob es stimmt. Ich erlebe es tatsächlich. Aber ich brauche das gar nicht zu wissen. Verstehst du? Das ist mir alles Schnuppe. Ne, heute hat mich einer angesprochen. Da hat mich einer angesprochen, na wie geht's? So mit Christus und so. Und ich sage, ich mache nichts anderes. Ich sag, wenn ich koche, wenn ich in meiner Ecke sitze, wenn ich das Mittagessen fertig mache, wenn ich irgendwas in der Hausfrauengruppe mache, ich sag, ich habe immer nur Jesus. Ich komme auf nichts anderes, sage ich. Egal, was ich mache, ich komme nur immer auf diesen Jesus. Vorhin habe ich genau jemanden, hat mich genau das gestern gesagt, wir hatten genau das Thema, dass Christus ist. Er ist, es ist unser Bewusstsein, also er ist einfach. Genau. Ne, und vorhin habe ich gerade dann zu jemandem auch hier gesagt, ich bin kein Christ. Also ich mag dieses. Ich brauche das alles nicht. Ob ich Christus in mir habe, ob ich Christ bin sowieso. Was ist Christ? Ne? Aber dass dieser Jesus unaufhörlich in meinem Leben auftaucht. Die ganze Zeit, ich denke an nichts anderes. Verstehst du? Gut, wenn meine Kippen gerade mal alle sind, denke ich, scheiße, ich muss zum Automaten rennen. Okay, tut mir leid, Jesus. Hab da mal kurz einen anderen Gedanken, Geld. Obwohl, mittlerweile kaufe ich mir nicht mal zu 10er-Packs, weißt du? Kannst du dir vorstellen, dass er dich selbst, wenn du diesen kleinen Gedanken hast, hol ich mir mal eben kippen, ändert nichts an deiner Liebe. Oder geht mit mir spazieren und sagt, guck mal hier die Blümchen an den Rand, sind die nicht schön? Da ist völlig Busch, unwichtig. Aber weißt du, auch wenn ich so die Mitbewohner alle angucke bei mir zu Hause, diese Hausfrauengruppe da, ne? Jeden, den ich angucke, ich denke nur, boah Gott, wie machst du das? Die sind alle so herrlich, diese Leute. Die frecken mich auch an, verstehst du? Die kacken mir auch vor die Füße, verstehst du? Teenager sind so. Aber das ist alles irgendwie toll. Weißt du, irgendwie ist es toll. Auch wenn ich dann da irgendwo erziehungsmäßig immer mal eingreifen muss. Die sind alle so herrlich, die Menschen. Hä? Jeder, auch die, mit denen ich überhaupt nicht klarkomme, ne? Denke ich immer nur, okay, welchen Auftrag habe ich hier? Na ja, klar, um die Ecke lieben, klar. Verstehst du? Ja, musst du! Ja, ganz weit um die Ecke. Wenn diese Gedanken überfallen, sie kommen. Die kommen ja ohne, dass man jetzt irgendwie das steuert, sondern es kommt jemand und die Gedanken sofort fahren Karussell und man denkt, Punkt, Punkt, Punkt.
Du, einer? Und dann sagt man, also dann weiß ich, jetzt ist es egal. Also ändert nichts, ändert null, 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 null an deiner Liebe zu mir. Du hast mich zuerst geliebt, das ist das Tollste. Du hast mich gewollt und diese Gedanken sind jetzt da und ich muss dem jetzt nicht, ich muss jetzt nicht diesen, dieses Gegenüber, was mir schwerfällt, aus mich heraus lieben, weil ich es nicht kann. Nö. Und das ist dann toll, was du gesagt hast, um die Ecke lieben. Ja, wenn er nicht bei mir wäre, wäre ich der Lügner deiner Seele. Ein, zwei Stunden schön und doch, ja doch nicht mehr. Wenn er nicht bei mir wäre, dann würden wir wohl lachen, oberflächig doch, es wäre nicht mehr. Die Liebe ist viel mehr als ein Wort, ein Lied, Musik. Und auch ohne mich die Liebe, Liebe ist la 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 la. Woher kommt dieses Angebot von Gott, nämlich durch diesen Jesus? Das kommt doch nicht daher, dass ich auf die Knie gehe und mich bekehre, sondern das Angebot kommt jetzt zu mir hin und dann treibt mich auf die Knie und ich bekehre mich, verstehst du? Aber von woher? Und genauso ist es dann im täglichen Leben. Hey, ich habe einen scheiß Gedanken und Gott verschwindet einfach nicht. Und dann denke ich, ist das denn in Ordnung? Auch kein schlechtes Gewissen so, sondern hey, danke, dass du gekommen bist, zwar als Richter, aber auch als Retter. Ja, du hast mich rausgerettet, indem du mir klar gesagt hast, du, die Richtschnur, die sieht ein bisschen anders aus, komm, lass den ein bisschen weg. Herrlich. Ja, der kommt zu uns und der bleibt ständig an mir kleben. Wenn ich selber probieren muss, dran zu bleiben, habe ich schon verloren. Wie du halt eben gesagt hattest, ne? Ja. Sobald ich anfange, durch irgendwelche Äußerlichkeiten mir das Feeling wieder herzuholen, habe ich mir meinen Jesus schon selbst gebaut. Kannst du vergessen. Ja. Mensch, ich kriege hier so einen Kran und eine Kohle ausgegeben, du, danke. Bitte. Oh. Kühl. Ah, oh, herrlich. Ja, ich dachte, heute treffe ich mal Michael hier bei dir in der Pommesbude. Ja, da. Weil ich dachte, wenn ich jetzt immer nur zur Kerstin gehe, dann macht er mich ja. Guck mal, wieso taucht er immer auf, nee, wenn du da bist? Ha? Nicht ein Gedanken würde er. Da dachte ich, jetzt fahre ich erst vorbei, gucke ich, ob der Michael da ist, dann gehe ich mal bewusst hin, damit er sieht. Oh, ja, das ist ja das Herrliche. Ne? Ich meine, ich höre die Kerstin so gerne, wenn die so erzählt und so. Das habe ich schon gerne. Ich meine, du bist echt ein Freak. Ne? Du bist schon hammermäßig. Ne? Das ist so. Das ist schon so. Die Leute denken ja eigentlich, wir sind bekloppt, oder? Ja. Aber wie kann man denn den ganzen Tag an Jesus denken? Wie geht das? Ich meine, ich muss auch noch was anderes machen. Mach mir auch. Ja, ich denke es ja auch nicht. Er denkt ja mit mir zusammen. Ich denke ja gar nicht in dem Sinne. Ja? Doch, ich will dich mal lösen. Das ist aber das Sein. Das ist das Bewusstsein. Ich glaube, das habe ich auch jetzt, das habe ich auch vor einiger Zeit benutzt, das Wort. Es ist einfach, ich merke, dass ich da bin, weil er mich bemerken lässt, dass ich da bin. Also, ich kann gar nicht mehr nebenbei leben. Ich bin immer da. Ja. Genau. Wenn wir überlegen, dass Gottes Dasein, also Gott ist ja immer da. Und das heißt, wenn er mit uns Beziehungen beginnt, dann verwandelt er uns auch zu so einem Dasein, zu einem beständigen Ganzsein, Echtsein. Da brauche ich keine Ethik über Authentizismus, genau. Sondern ja. Ich werde einfach verwandelt in diese Authentizismus. Das Wort da, was so keiner aussprechen kann. Ja, aber ja. Dennoch. Und was viel eben, was vielen das Sein, das Bewusstsein, das Leben, das Sein in Jesus, mit Jesus, durch Gott halt erschwert, ist, dass sie sich immer autark sehen. Also sie sehen sich hier, ja. Gott da. Und Jesus ist auch noch irgendwo dann so dazwischen. Also da laufe ich dann so irgendwie hinterher und der führt mich da irgendwie. Aber einfach zu wissen, dass wir schon durch ihn einfach sind, in ihm. Ja, ich nenne das analoges Christentum. Man liest die Bibel, analoges ja. Christentum. Wow. Wenn er nicht bei mir wäre, könnte ich zwar von ihm singen, von Bekehrung und viel mehr.
auch wenn er nicht bei mir wäre. Wenn er nicht bei mir wäre, könnte ich die Bibel doch zitieren, würde sagen, was ich wäre, wenn er nicht bei mir wäre. Viele würden sich bekehren, doch was hätte ich davon, wenn er die Liebe nicht bei mir wäre. La, la, la. Analoges Christentum. Ah, ich hab mit einer Reife nachgemacht mit 23. Hallo. Nein, ich hab das gelernt. Nein, das ist nicht. Nein, nee, warum? Nein, es ist so, pass auf. Wenn ich jetzt auf deine Tafel gucke, da steht da Cola, Mezzomix, Fanta, dahinter 1,70. So eine ganze Pulle voll, so ein halber Liter. Oder Pommes, normal 2,30, Megatüte 2,70. So, das heißt, da steht jetzt, dass es das bei dir gibt und das kann ich kriegen. Fertig. So. Wenn ich jetzt die Bibel lese, mach das mit der gleich, dann habe ich ein kleines Problem. Da steht im Prinzip nicht, mach die Bibel auf, lies das und dann kriegst du das. Sondern da steht, da ist ein Gott, der das, was du da liest, dir schenkt. So, wenn ich jetzt hingehe und das kriege, dann gebe ich dir am Schluss ein bisschen Knete und dann haben wir einen Deal gemacht. Mit Gott macht niemand einen Deal. Gott macht mit dir einen Deal. Du machst mit Gott niemanden, also... Man kann das auch mal so nennen. Es gibt auch so Beziehungsebenen, weil wo man das Gefühl hat, wir reden miteinander, kann. Jesus, ja. Und dann sagt Jesus zu dir, lass uns mal. Aber eigentlich macht immer er mit uns den Deal, oder anders übersetzt, er macht mit uns den Bund. Wir können gar keinen machen. Er bietet uns seinen Bund an. Viele würden sich bekehren, doch was hätte ich davon, wenn er die Liebe nicht bei mir. Super tollen Bund. Und hier lesen Sie noch, sehen, das gibt es, aber wenn Sie dann essen und schmecken und das eben mit, ne, mit Papa halt, er bietet sich an und das auch noch ganz kostenlos und ich ihn dann auch noch schmecke. Boah, wer will denn da bitte sagen, nee, da gehe ich nicht mehr hin oder von dem will ich nichts wissen. Ein kleines Kind, habe ich dir schon 100-mal erzählt, die Story, ein kleines Kind sitzt im Gottesdienst und will nicht im Kindergottesdienst raus. Sagt, nee, ich bleib mal drin sitzen. Oh, sagt der Pastor, wow. Du, da musst du mir aber mal nachher sagen, ob du irgendwas verstanden hast. Ja, da sag ich dir dann, ne? Der Pastor predigt und so, ganz normal, alles sonst zu ändern. Nachher kommt der Pastor zu dem Kind und sagt, und, hast du was verstanden? Sagt das Kind, ich habe alles verstanden. Bei Gott ist immer alles anders. Immer alles andersrum. Anders. So. Bei Gott ist immer alles andersrum. Ja. Wenn du meinst, wie lebt man dein Leben, man muss aufstehen, man muss sich aktivieren, man muss sich irgendwo investieren, man muss gegen Wert und Wert abwägen und alles. Bei Gott ist immer alles andersrum. Es ist immer alles nehmt und umsonst trinkt und ihr werdet quellen bis ins ewige Leben und aus euch werden quellen. Ich komme zu euch, du brauchst mich nicht runterbeten oder raufbeten, was immer der ganze Programm. Auch rauf und runter beten. Bei Gott ist immer alles ganz anders. Alles, was du denkst als Mensch, ist sozusagen dieses analoge Leben, dieses Rausgehen, Begegnung, Gegenbegegnung etc. Bei Gott ist ganz anders. Der kommt einfach zu dir, dann kommen wir zurück zur Gnade. Der kommt einfach zu dir. Viele erzählen das auch. Die wollten nie was mit Gott. Ich kenne auch Stories von der Satanskirche. Da wollten sie lästern über das Johannesevangelium. Nur ein Satanist hat dazu gehört, da hat sich zu Gott bekehrt, weil er zu Teufel war. Durchlesung gibt es auch so Berichte drüber. Weil Gott kommt zu dir. Und dann lebe auch so weiter einfach, wie er zu dir kommt. Christus hat uns zuerst geliebt. So liebe ihn. Nämlich durch das, wie er dich liebt, liebst du. Versuch gar nicht erst von deinem Vermögen da irgendwas zu investieren. Hey, nimm die Investition, die Gott dir durch Christus gibt. Dann hast du genug, um zu sagen, Gott, alle Arme sind offen. Wunderbar, und ich danke dir und ich weiß, du brauchst nichts, aber ich bin da und du bist da und du hast ja gemacht, dass ich da bin und da bleibe ich drin. Ich bleibe auf dieser Gnadenschiene, weißt du? Weil, ich meine, sind wir mal ehrlich, stell dir mal vor, wir wären jetzt so richtig so tölpelhafte Heiden, sind wir ja so, irgendwo, sind wir natürlich nicht mehr, so, tun wir mal so. Waren wir ja. Ne? Bringen wir uns mal auf die Ebene von den anderen Menschen. Keiner ist mehr wert, keiner ist weniger wert. Ich meine, da zeigen wir doch mal einen, der den Weg zu Gott weiß. Es gibt keinen. Außer Gott durch Christus selbst ist der Weg und es gibt keine Alternativen. Hey, es gibt nichts außer ihm. Das heißt, wirkliches Leben ist immer nur er.
gibt kein wirkliches Leben. Du brauchst noch keine Pommes verkaufen, du brauchst auch den Laden nicht. Das hat alles unwichtig, ne? Ne? Aber von ihm gegeben, das Beste, was du darstellen kannst. Ihn und dann eben auch das, was du merkst. Ist so der, die Zeit, wo ich auf Erden bin, ist das eine Stück Weg, ist dir diesen wunderbaren Christ, nee, weil es oder evangelistische Pommesbude. Komm zu Jesus, er rettet dich. Genau. Und macht mir immer so Spaß bei dir. Ist schön. Zum guten Schluss sag ich dir, und das fällt nicht schwer, das Größte ist, dass Gott selbst mir sagt, dass er gerade jetzt hier. La 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 la, la 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 la.